Hallo und herzlich willkommen bei Sehen statt Hören. Wir freuen uns sehr auf eine besondere Frau, Patty Shaws Herman. Sie arbeitet und lebt in der Schweiz, wo unsere Kollegen von der Sendung Signe sie gefilmt haben. Viel Spaß mit dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit. Hier am Zürcher Hauptbahnhof erinnere ich mich zurück an die Zeit vor 36 Jahren. Ich war Studentin und kam für ein Praktikum als Lehrerin hierher. Ich trug einen großen Rucksack. Ich habe mich erstaunt umgesehen, sah diese Anzeigen. Sie waren für mich sehr kompliziert, da ich die deutsche Sprache noch nicht verstand. Dann ist mir da rechts eine Gruppe Gehörloser aufgefallen. Sie haben sich lebhaft in Gebärdensprache unterhalten. Aus den Augenwinkeln habe ich zugeschaut, verstanden habe ich nichts. Es war eine Gebärdensprache, die ich nicht kannte. Ich stand erstarrt wie eine Statue, eingefroren. Lange habe ich so dagestanden. Während 2-3 Stunden habe ich mich umgesehen. Ich habe gedacht, wie soll das nur weitergehen? Daran denke ich jetzt. Heute werde ich eine außergewöhnliche Frau treffen. Sie ist in Südafrika geboren, dann nach Kanada ausgewandert und dort aufgewachsen. Anschließend ist sie nach Amerika gereist und hat in Washington D.C. an der Gallaudet University studiert. Später ist sie in die Schweiz gekommen, hierher nach Schaffhausen. Wer ist sie? Patty Herman Shores. Sie engagiert sich für die Gehörlosengemeinschaft in der Schweiz. Zur Anerkennung dieses Einsatzes hat sie den Privisio des SGB-FSS überreicht bekommen. Hallo. Hallo, willkommen in Schaffhausen. Danke. Der Privisio wurde mir von der Präsidentin des SGB-FSS, Frau Dr. Tatjana Binkeli, überreicht. Der Grund war, dass durch mich die Gebärdensprache stark professionalisiert wurde. Ihr Stellenwert hat sich so sehr erhöht. Dies vor allem durch die Hochschulentwicklung und dank der Publikationen. Als Anerkennung für diesen langen und harten Weg. Es gab noch keine Gebärdensprachdolmetscher, als ich angefangen habe. Und ich konnte die deutsche Sprache noch nicht. Trotzdem habe ich vieles in der Hochschullandschaft erreicht. Du bist multikulturell aufgewachsen, hast vieles gesehen und erlebt. Wie viele Gebärdensprachen und Schriftsprachen beherrschst du heute? Je nachdem, wovon man ausgeht. Ich würde sagen, im Alltag ungefähr 6 Gebärdensprachen und 6-7 Schriftsprachen. Ich bin tatsächlich mehrsprachig und multikulturell. Patty lebt nun schon seit 27 Jahren glücklich in der Schweiz. Wir befinden uns in der Hochschule für Heilpädagogik. Patty arbeitet hier als Dozentin in verschiedenen Bereichen. Sie ist Leiterin des Studiengangs der Gebärdensprachausbildner. Zudem hat sie auch immer ein Auge auf die unterschiedlichen Anliegen von Menschen aus anderen Behindertengruppen. Guten Morgen miteinander. Heute ist Freitag. Wir sind hier an der FAGS. Ihr seid Studierende als Gebärdensprachausbildner im 5. Semester.
Ihr kennt Grammatik, Übersetzen, Methodik. Was bedeutet das? Ich habe angefangen mit einem Universitätsstudium. Das war eine wichtige Voraussetzung für meine Arbeit hier. Wie habe ich es danach geschafft? Es brauchte viele Jahre Erfahrung und ich habe Publikationen verfasst. Um den Punkt zu erreichen, an dem ich jetzt bin, brauchte es viel Durchsetzungsvermögen und einen starken Willen. Was ist deine Motivation, diese Ausbildung hier zu besuchen? Ich bin in einer gehörlosen Familie groß geworden. Wir haben immer gebärdet. Meine Muttersprache ist die Gebärdensprache. Ich wollte mehr darüber wissen, über die Linguistik, die Struktur, die Kultur. Das war meine Motivation. Schön. Und was kannst du nach der Ausbildung für deine Zukunft mitnehmen? Früher wusste ich nicht so recht, was ich wollte. Nun gibt es die Möglichkeit, Gebärdensprachlehrerin zu werden. Nun weiß ich, dass ich Kinder und Erwachsene unterrichten kann. Ich habe gelernt, was Linguistik bedeutet. Diese Erkenntnisse habe ich gefestigt und das ist gut so. In der Informationsschrift habe ich gelesen, dass es für die HFH wichtig ist, Menschen, die von einer Behinderung betroffen sind, als Dozenten anzustellen. Können Sie uns erklären, weshalb das wichtig ist für Sie? Es ist für zwei Sachen wichtig. Einerseits finden wir gerade als Hochschule für Heilpädagogik, dass wir Arbeitsplätze anbieten für Menschen, die eine Behinderung oder eine Beeinträchtigung haben. Ich finde, da haben wir eine Verpflichtung, wenn wir schon ausbilden für diese Zielgruppe, dass wir auch Menschen mit dieser Beeinträchtigung hier anstellen können. Das Zweite ist, dass selbstverständlich, wenn wir das ausbilden, dass genau Menschen, die betroffen sind, eine andere Nähe dazu haben, zu den Ausbildungsinhalten. Deshalb braucht es wie beides, Menschen, die Behinderung haben, aber auch Menschen, die dieses auch nachher wie unterrichten können. Laura Kirschner. Geschätzte Herren, liebe Gäste, ich freue mich sehr, Sie willkommen zu heißen heute. Unsere Kleinstadt Laufen ist eine dynamische Stadt mit 5400 Einwohnerinnen und Einwohnern mit sehr vielen verschiedenen Angeboten. Sie liegt im Grünen. Aus Deutschschweizer Sicht wurden bisher nur etwa 13 bis 15 neu ausgebildete Dolmetscherinnen pro 3 Jahre auf den Markt gebracht. Für rund 10.000 gehörlose Menschen. Entsprechend sind die Bedürfnisse nicht abgedeckt. Wir schauen immer, wie hoch der Bedarf ist, was der Markt benötigt. Das Gesetz verlangt besseren Zugang, also braucht es klar mehr Dolmetschende. Es stellt sich auch die Frage der guten Dolmetschqualifikation. Das Niveau muss höher werden.
Wenn ich die Schweiz betrachte, verstehe ich, dass in der Romandie ein Mangel herrscht. Sie stellen auch Dolmetscher aus Frankreich an. Im Tessin ist es eine andere Situation. Dort fehlten bisher keine Dolmetschenden im Vergleich zum Bedarf. Aber nun mit der Videocom, einer neuen Dienstleistung, mit der die Gehörlosen mit Gebärden telefonieren können, entsteht eine neue Situation, die wir diskutieren und auf die wir uns vorbereiten müssen. Zudem werden in nächster Zeit einige der Dolmetscherinnen im Tessin pensioniert. Deren Nachfolge muss geregelt werden. Zusammengefasst kann ich sagen, dass der Bedarf insgesamt sehr hoch ist. Geht's dir gut? Gut, ja. Ich möchte euch Roland Herrmann vorstellen, meinen lieben Mann. Gerne möchte ich kurz diesen für uns wichtigen Ort zeigen. Hier leben wir und an Wochenenden kochen wir zusammen. Wir verbringen hier gemeinsame Zeit, zusammen auch mit unserer gehörlosen Familie und genießen es. Wir kochen gerne, nicht wahr? Wir haben diese Räume gezeichnet. Möchtest du die Idee dahinter erklären? Ja, Gehörlose brauchen Augenkontakt, um zu kommunizieren. Wenn ich beim Kochen hier stehe, kann ich die Personen am Esstisch gut sehen und wir können problemlos plaudern. Und auch wenn sich jemand in der Wohnung weiter weg befindet, ist der Blickkontakt immer gewährleistet. Ich sehe ins Büro, zur Bibliothek, zum Sofa. Die Stühle stehen so, dass wir uns jederzeit sehen können. Hier sind Spiegel. So kann ich die Personen am Tisch sehen, wenn ich hier stehe. Wenn jemand meine Aufmerksamkeit will, sehe ich das im Spiegel und kann mich ihm zuwenden. Dadurch ist jederzeit ein direkter Kontakt möglich und ich muss mich während des Abwaschs nicht verbiegen, um zu kommunizieren. Damals habe ich meinen jetzigen Mann Roland Herrmann kennengelernt und mich verliebt. Aber ich wollte nicht in einem Land bleiben, wo man gebärdensprachlich dermaßen im Rückstand war. So habe ich ihn gebeten, dass er mit mir zurückkommt. Ich war ja noch im Studium. Nur für ein paar Wochen. Insgesamt wurden daraus dann ganze 7 Jahre. Ja, und dann, klar, mein Mann war Schweizer und seine Eltern gehörlos. Seine Mutter hat dann inständig darum gebeten, dass wir zurückkommen. Dieses Forschungsteam analysiert Gebärdensprachvideos. Sehr detailliert werden Sequenzen der Gebärdensprache untersucht. Patty ist seit 3 Jahren ebenfalls in diesem Team. Langsam produziertes Fingeralphabet ablesen. Gut, es passt. Kann
kann langsam produziertes Fingeralphabet ablesen. Die Handstellung für Fingeralphabet stimmt nicht. Schau, hier. Fingeralphabet lesen oder ablesen? Nein, du musst deine Hand zu dir drehen. In Europa, im deutschsprachigen Raum, hat der Europarat einen gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen erstellt. Das Ziel ist, dass vor allem für Fremdsprachenlernende europaweit ein gemeinsames Raster zur Verfügung steht. Möchtest du etwas ergänzen? Dem, was Patty gesagt hat, kann ich eigentlich nur hinzufügen, dass das Ziel des GER ist, den Gebärdensprachlehrern die Möglichkeit zu geben, Unterrichtsstoff und Lehrmaterial zu entwickeln. L2-Lernende können sich so selbst beurteilen und wissen immer, auf welchem Niveau sie sich befinden. Wenn wir sagen dürfen, dass in den Lautsprachen der GER geholfen hat, dass man schneller die Sprachen lernen kann, dass man eine bessere Qualifikation hat, dass man als Lehrkraft genauer weiß, was man tun soll, dann hoffe ich, dass das für die Gehörlosen Kursleiterinnen, die Gebärdensprachen unterrichten, auch so wird. Ja, sie können dann besser unterrichten, weil sie genau wissen, auf welchen Niveaus was Inhalte sind. Und dann können die Lernenden, also die hörenden Personen meistens, auch schneller das aufnehmen, weil das sehr strukturiert ist. Die Inhalte bauen aufeinander auf. Für diese Arbeit haben wir bisher kein Material. Wir müssen alles erst aufbauen. Dabei versucht deutsche Sätze in Deutschschweizer und internationale Gebärdensprache zu übersetzen. Das Internationale ist gar nicht so einfach. Vorher hatten wir das Beispiel mit dem Fingeralphabet ablesen. Für die Bedeutung ablesen muss die Hand gedreht werden. Dazu braucht es einen scharfen Blick. Dabei macht es gut. Was die Integration betrifft, ich selber bin ein offener Mensch, gehe auf die Menschen zu. Die Leute denken immer, ich müsse mich anpassen. Aber das ist nicht so. Auch sie müssen sich anpassen. Zum Beispiel die Nachbarn in unserem Haus. Sie sprechen Englisch oder Französisch mit mir. Sie passen sich mir an. Es geht um gegenseitiges Anpassen und darum, dass ich mich wohlfühle. Inzwischen ist es so, dass ich mit der Gebärdensprache mehr präsent sein möchte. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt dafür, zu zeigen, dass es die Gebärdensprache gibt. Letztes Jahr haben wir in Schaffhausen angefangen, Gebärdensprachkurse anzubieten. Langsam geht den Leuten ein Licht auf, aber es gibt noch viel zu tun. Zusammengefasst kann ich sagen, dass ich mich in Schaffhausen wohl und zu Hause fühle. Was meinst du, wird es in Zukunft besser für die Gehörlosen und die Gebärdensprache? Dazu möchte ich einen Punkt der UNO-Behindertenrechtskonvention aufnehmen, die im Jahr 2014 von der Schweiz unterschrieben und ratifiziert wurde. Im Paragraph 24 ist die Gebärdensprache festgehalten. Das bedeutet, dass Lehrpersonen diese kennen oder unterstützend für die Kommunikation einsetzen müssen. Das steht in diesem von der Schweiz unterzeichneten Gesetz. Es ist für den Staat eine klare und große Aufgabe, dies umzusetzen und dazu Fehlendes neu zu entwickeln.
Hier befinden wir uns in Bern im Bundeshaus. Ein wichtiger Ort für die Schweiz. Ich bin im Vorstand von Inclusion Handicap. Wir haben eine Sitzung hier. Der Grund, warum wir heute hier sind, ist unsere Sitzungsleiterin, die Ständerätin Pascal Bruderer. Ich selber bin die Vertreterin des Schweizerischen Gehörlosenbundes und der Hörbehinderten der Schweiz. Jetzt muss ich zur Sitzung. Ja. Ich möchte euch herzlich begrüßen zu unserer Vorstandssitzung, die erste Vorstandssitzung im neuen Jahr. Und auch gleichzeitig danken mit dem Rückblick auf das Ende des letzten Jahres dafür. Inclusion Handicap ist ein Verein, der sich für alle Bedürfnisse von Menschen mit Behinderungen in der Schweiz einsetzt. Das Ziel ist die Inklusion in die Gesellschaft. Mit allen Grenzen, die solche Konferenzen haben, wir hatten bei jeder Konferenz, auch bei der zweiten Konferenz, hatten wir auch immer ein Von euch Fragen dazu. Übrigens auch Martin hat ja auch noch aktiv mitgearbeitet in der zweiten. Also gibt es von euch noch die Patten? Es ist vielleicht mehr eine Verständnisfrage. Du hast gesagt, dass wir das bis Ende Jahr noch einmal prüfen. So eine Art Monitoring? Ganz generell ist es das Ziel von Inclusion Handicap, dass wir die Interessen von Menschen mit Behinderung in der Schweiz bündeln und mit einer starken Stimme vertreten. In allen Bereichen, Mobilität, Bildung, Zugang zum Arbeitsplatz als Beispiel. Und die UNO-Behindertenrechtskonvention ist natürlich das wichtigste internationale Dokument, die wichtigste Grundlage, welche diese Rechte eben auch zugesteht. Was wir versuchen, ist darauf hinzuwirken, auch im Sinne der UNO-Behindertenrechtskonvention, dass das Potenzial im Auge gehalten wird. Denn wie ich vorher beim breiten Begriff der Behinderung erwähnt habe, ist die Behinderung immer nur ein kleiner Aspekt der ganzen Situation und der ganzen Persönlichkeit. Und das Recht, das Potenzial in den Vordergrund zu stellen, so wie wir alle, auch ich, wenn ich mich bewerbe für eine Stelle, davon ausgehe, dass in erster Linie das zählt, was ich erreicht habe, was ich vorzuweisen habe und so weiter. Dieses Recht haben auch Menschen mit Behinderung. Diesen Paradigmenwechsel zu schaffen, bedeutet einerseits, dass man offen und auf Augenhöhe Mensch und Mensch aufeinander zugeht, bedeutet aber auch für uns als Behindertenorganisationen, dass wir uns lösen von dieser ursprünglichen Idee, Integrationsbegriff, vom Integrationsbegriff geprägt, dass es darum geht, eine Welt in die Welt der anderen zu integrieren. Nein, wir sind eine Welt, wir gehören alle zusammen, wir haben unseren Beitrag zu leisten, gesellschaftlich, wirtschaftlich, und wir alle haben das gleiche Recht darauf. Die Sitzung ist nun beendet. Wie ist es gelaufen? Bist du zufrieden? Kannst du kurz berichten? Gerne. Die heutige Sitzung war sehr intensiv. Es gab vertiefte Diskussionen zu schwierigen Themen. In der Behindertenpolitik ist vieles noch nicht gelöst. Wichtig war heute ein Gerichtsurteil in Zusammenhang mit der SBB und das weitere Vorgehen. Grundsätzlich kann ich sagen, es lief positiv. Also kämpfen und weitermachen. Genau. Wichtig ist, dass wir solidarisch sind und zusammenhalten. Jetzt muss ich mich entschuldigen. Kein Problem. Guten Appetit. Danke.
Die Schweiz hat die UNO-Behindertenrechtskonvention im Jahr 2014 ratifiziert. Das ist positiv für uns. Für die Gebärdensprache, die Gehörlosen, die Gesellschaft. Was genau bringt uns diese Unterschrift? In der Schweiz haben verschiedene Organisationen einen Schattenbericht geschrieben. In diesem sind diverse Punkte festgehalten, um zu zeigen, was fehlt. Dieses Dokument ist eine erste Grundlage für das Monitoring. Es zeigt der Regierung auf, was bisher nicht gemacht wurde. In 4 bis 6 Jahren setzen wir uns in Genf noch einmal zusammen und prüfen anhand dieses Schattenberichtes, was davon inzwischen umgesetzt wurde und was nicht. Es ist eine sehr wichtige Grundlage und ein großer Vorteil für uns. Danke für die Erfahrung. Sollen wir gerne am Tisch werden? Der Vater von Roland, die ganze Familie, wurde früher stark geprägt durch die rein lautsprachliche Erziehung. Damals sind alle mit wenig Gebärdensprache aufgewachsen. Gesellschaftlich war sie ja nicht erlaubt. Diese Familie kannte die Gebärdensprache gar nicht, das gab es nicht. Sie wurde als Affensprache abgetan. Das war eine schwierige Zeit damals für den Vater. Es fehlte ihm etwas, um sich wirklich gut ausdrücken zu können. Als wir uns kennenlernten, hatten wir es sehr schwierig zusammen. Ich war es gewohnt zu gebärden. Mir war das Recht darauf bewusst. Anders bei ihm, das hat seine Welt völlig auf den Kopf gestellt. Es dauerte seine Zeit. Heute an der Hochschule mit den Arbeitskollegen ist es ganz normal zu gebärden. Das ist ein Riesenschritt vorwärts. Wie damals bei der Mondlandung, ein großer Schritt für die Menschheit. Als Vergleich. Ich bin glücklich. Es wurden große Schritte gemacht. Viele haben einiges dazu beigetragen.